Willkommen zurück zu meiner kleinen Let's Play-Übung. Ja, ganz einfach, ich spiele The Evil Within und nehme dabei ein bisschen auf und trainiere das Let's Playen. Also es ist, wie gesagt, immer alles noch im Versuchsstadion. Und wir haben in der letzten Folge haben wir uns aufgelevelt wieder, dass wir ein bisschen mehr Munition tragen können, und wir werden jetzt den Ort weiter durchsuchen. Schau, Alice, wir benutzen deinen Spiegel ins Wunderland. Ja. Also ich wiederhole noch einmal. Das ganze Let's Play hier ist mehr oder weniger Versuch. Ich weiß noch nicht einmal, ob ich das alles nachher hochladen soll. Wie gesagt, ich nehme hier ein paar Folgen am Stück auf. Einfach nur so als Übung für den Ernstfall. Falls ich mal richtig Let's Plays machen will. Und ob ich das dann nachher irgendwann mal hochladen werde, wird sich zeigen. Also wir wollen den Ort weiter durchsuchen. Nein, was machen wir hier? Schleichen. In dem Haus, ja, das war, ja, glaube hier war es. Da haben wir noch Munition vergessen, und wir haben ja jetzt hochgelevelt, dass wir mehr tragen können. Und dann gehen wir es jetzt auch holen. Und ich weiß jetzt gar nicht, was wir sonst noch hier machen sollen. Ich glaube, wir haben doch jedes Haus durchgeguckt. Wir haben jedes Haus durchsucht. Wo war das? Hier habe ich irgendwo Munition noch nicht mitnehmen können. Gehen wir hierher. Ach, hier. Genau, für die Schrotgun. Hallo? Danke, bitte. Ja. Wir haben doch, glaube ich, jedes Haus durchsucht. Oder haben wir was vergessen? Das hier haben wir vergessen. Wir können ja auch einen Qualenbolzen mehr mitnehmen, um schlimme Qualen zu verbreiten. Ja, also hier das Haus haben wir durchsucht. Ein toter Tierkadaver sieht lecker aus. Das hier auch. Ja, das haben wir auch durchsucht. Glaube ich. Na, gehen wir mal rein, wieder ein. Ja, da waren wir schon. Da waren wir. Ja, hier die Falle haben wir entschärft. Hier war die Schrotgun drin, das Schrotgewehr drin. Und hier können wir nicht weiter. Hier ist was. Super. Es muss etwas geben, mit dem man da durchkommt. Eine Kettensäge oder sowas. Ja, klar. Das ist eine Kette, und um eine Kette zu durchsägen, brauchen wir eine Kettensäge. Logisch. Aber wir haben doch alles durchsucht.
und keine Kettensäge gefunden. Und dann machen wir einfach mal sinnlosen Vandalismus. Ach nee, da kommen wir in das andere Haus wieder rein. Und da war auch keine Kettensäge. Wir laufen irgendwie im Kreis. Also, hier geht's weiter in den nächsten Bereich. Scheint logisch. Und das Haus haben wir gerade durchsucht. Da war noch Munition drin. Und hier sehe ich etwas. Da ist noch ein Schlüssel versteckt. Wo ist er? Hallo? Ah, hier. Wir haben es also doch nicht so gründlich durchsucht. Das habe ich auch nicht gesehen. Machen wir mal lieber Licht. Also, hier waren wir anscheinend doch noch nicht. Doch, hier waren wir. Ja, hier. Ach. Das ist der einzige Bereich, wo wir noch nicht waren. Und ich weiß dann auch, wo die Kettensäge sein muss. Die ist in dem Bereich, hinter dem Typen da. Den ich eigentlich meiden wollte. Das geht aber wohl nicht. Hey Leute, ich bin ein alter Mann. Ich bin ein alter Mann und kann doch nicht mehr. Krieg ich denn von hier oben? Ja, da hinten ist eine Truhe. Da ist eine Truhe und in dieser Truhe ist die Kettensäge. Da wette ich mal. Hier haben wir noch Kisten übersehen. Wir haben so viel übersehen. Jetzt brauchen wir einen Plan. Wie kriegen wir den Typen hier kaputt? Treffe ich den von hier? Da könnte ich ihn geschillt. Ich kann hier nicht schießen. Halt doch mal still. Ich will dir einen Kopfschuss verpassen. Ein schickes Loch in den Kopf machen wir da. Komm. Boah. Der hat die Kettensäge. Nein, du bleibst unten, du bleibst unten. Explosivbolzen. Nein!
Okay. Jetzt wissen wir aber, wie es geht. Jetzt wissen wir, was wir machen müssen. Wir gehen. Munition gehen wir erst. Meine Güte. Ich glaube, das hier wird nichts. Das ist viel zu schwer. Das ist viel zu schwer. Wir spielen auf einfach, klar. Jetzt muss ich. Ach, da ist ja noch die da. Da ist ja noch eine. Die Augen waren noch, ja, die Augen haben noch geleuchtet. Jetzt holen wir uns die Kettensäge. Ich hatte gedacht, in der Truhe ist die Kettensäge, aber der Typi hat die selbst. Das ist dann, glaube ich, der Typi vom Anfang, der uns am Anfang gejagt hat. Hallo? Hallo? Und jetzt ein Qualenarmbrust. Ja, wir haben es geschafft. So geht's. Das nehme ich besser mit. Kettensäge. In der Zahnung dieser alten, abgenutzten Kettensägen kleben die verschiedensten Überreste. Die Nerven eines alten Mannes. 5000 grüne Grütze. Lecker, lecker, lecker. Und jetzt hauen wir uns auch die auf den Schreck eine Ladung Heroin in den Arm. Wir sagen ja zu Drogen. So, wir haben jetzt die Kettensäge und wir haben ja wir müssen noch Munition sammeln. Haben wir schon nachgeladen? Immer alle schön nachladen. Und hier haben wir auch noch. Noch ein bisschen Grütze. Oh, das geht ja jetzt schon wieder. Wir können gleich wieder leveln gehen. Hinten dran ist da noch was? Nö, dann zünden wir die nicht an.
Wir haben es geschafft. Wir haben den ersten Bossgegner besiegt. Wir sind gut. Also ich bin gut. Und ihr natürlich auch. Dass ihr das hier durch... Also ich glaube, ihr seid noch besser, dass ihr euch das hier anguckt. Wie gesagt, das andere Haus, da gibt es noch Munition, die nehmen wir natürlich noch mit. Und genau, hier hoch wollte ich ja auch noch. Hier hoch wollten wir noch. Da waren wir ja auch noch nicht. Da waren wir noch nicht. Ja, ich habe gedacht, bevor ich dann den Rest erkunde hier, ja, ich kann hier keine Waffe ziehen. Was haben wir hier Schönes? Neuer Gegenstand, Plentbolzen, ein Sprengkopf für die Qualenarmbrust. Der Gegner mit einem grellen Blitz blendet. Geblendete Gegner können aus jeder Richtung mit einem Schleichangriff getötet werden. Nett. Dann haben wir hier noch Teile. Und noch 1000 lecker Nachtisch. Nicht runterfallen, nicht zu Tode stürzen. Nicht zu Tode stürzen. Hatten wir eigentlich einen Kontrollpunkt? War schon gehabt? Aha. Noch ein Schlüssel. Und wir suchen, bevor wir die Kettensäge einsetzen, an der Kette. Dafür heißt die Kettensäge ja Kettensäge, habe ich ja eben erklärt. Ist vollkommen logisch. Durchsuchen wir noch einmal den Ort gründlich. Wir wollen nichts zurücklassen. Nichts wird verschwendet. Keine Munition zurückgelassen. Ah, hier. Wir haben schon 3 Schlüssel. Und wie gesagt, ich habe dir erklärt, warum wir die nicht einsetzen wollen. Da habe ich was gelesen. Ich werde es nochmal nach... Ja, hier, Munition. Wie gesagt, Munition ist äußerst knapp. Äußerst knapp. Deshalb werden wir jetzt alles durchsuchen, um jeden Schuss mitzunehmen, bevor wir in den neuen... bevor wir weitergehen. Hier haben wir alles abgegrast. Da bin ich mir ziemlich sicher. Hier aber noch nicht. Die sind wirklich gut versteckt. Ah, hier. Haben wir schon 4. Dann gehen wir noch einmal in dieses Gebäude. Ob wir hier alles haben? Da bin ich mir nämlich nicht sicher. War das hier eine Katze? Miau. Hier hatten wir die Qualenarmbrust gefunden. Noch irgendwo Munition, sonstiges Zeugs. Ich leider nein. Wo geht's da weiter? Ah, nee. Nee, das ist der andere Eingang von dem selben Haus. Also noch einmal durchgehen. Das Haus hatten wir durchsucht. Da oben. Unser erstes Haus. Waren wir da drin? Da hinten, da war noch was, gell? Ja, da hinten.
Ne, da haben wir schon leer geräumt. Und hier drin, da bin ich mir auch ziemlich sicher, da haben wir es auch leer gemacht. Also können wir weitergehen. Wir haben hier alles. Fässer gehen nicht kaputt. Wir gehen weiter und benutzen die Kettensäge und zersägen damit die Kette. Dafür heißt die Kettensäge Kettensäge. Jetzt ist alles offen und ich gucke auf die Uhr. Ich denke, wir machen Schluss für heute. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ich übe Let's Playen mit The Evil Within.